Kurz eine Vorgeschichte. Eine Zuschauerin hatte sich gewünscht, dass ich doch ein gelesen, gehört und gesehen Video machen könnte. Also immer meine Favoriten. Und ich fand die Idee super. Problem ist nur, ich habe so verdammt viele Bücher diesen Monat gelesen, dass ich für gesehen und gehört eigentlich gar keine Zeit hätte in dem Video. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich auch mal einen Lesemonat versuchen könnte. Ich selbst schaue diese Videos total gerne bei Peach Galore. Und deswegen werde ich das jetzt auch mal versuchen. Ich habe nämlich diesen Monat 10 Bücher gelesen. Ja, ich war ein bisschen besessen. Und ich werde euch jetzt einfach sagen, wie sie mir so gefallen haben, ob ich sie empfehlen kann oder ob sie leider eine Enttäuschung waren. Also das erste Buch muss ich euch auf meiner Kindle-App zeigen. Das hatte ich nur als E-Book gelesen. Auch Handyputzen wäre auch eine Option gewesen. Also das ist von Tess Gerritsen, die Chirurgin. Ich hatte mir das Buch gekauft, als ich lange warten musste. Lustigerweise sogar im Krankenhaus, also passend zu dem Titel, die Chirurgin. Und ich muss leider sagen, dieser Kauf hat wieder mal bestätigt, dass ich anscheinend solche Bücher ja eher langweilig finde, nicht so spannend. Also ich hatte halt schon viel von der Autorin gehört und immer wieder, dass die Leute dann die Chirurgin begeistert gelesen haben. Aber ich weiß nicht, anscheinend ist das wirklich nichts für mich. Es geht um einen Serienmörder, der mehrere Frauen brutal ermordet hat und ja, ich mag mir das gar nicht bildlich so vorstellen, was der mit denen angestellt hat. Und das FBI versucht halt, den zu ermitteln. Also sie tappen halt lang im Dunkeln. Es gab ein paar Wendungen im Buch, die das dann doch wieder ein bisschen spannender gemacht haben. Aber alles in allem hat es mir nicht so gefallen. Ich konnte mich irgendwie mit den Charakteren nicht anfreunden. Die wurden mir nicht ausgiebig genug beschrieben. Ich konnte irgendwie mit denen nicht so mitfühlen. Und deswegen hat es sich so in die Länge gezogen. Aber wenn ihr auf Krimi steht, dann wird dieses Buch bestimmt auch etwas für euch sein. Aber wie gesagt, für mich ist das Genre anscheinend nichts. Man könnte meinen, dass der Januar für mich nur aus Harry Potter bestand. Ja, ich habe alle 7 Bücher im Januar durchgelesen. Ja, ich habe alle 7 Bücher nacheinander verschlungen. Und es wurde wirklich niemals langweilig. Und ich kann nur eins sagen, Leute. Wenn ihr die Filme einigermaßen spannend fandet, dann lest unbedingt diese Bücher. Die sind so, so viel besser als die Filme. Man kann richtig in diese Geschichte abtauchen, richtig mit den Charakteren mitfühlen. Ja, hätte ich die damals gelesen, dann wäre ich auch mit den Charakteren aufgewachsen. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich die erst jetzt gelesen habe. Wenn man mich jetzt fragen würde, welcher Teil mir am wenigsten gefallen hat, würde ich glaube ich sagen, dass mir Harry Potter und der Feuerkelch am wenigsten gefallen hat, weil ich einfach, ja, das Trimagische Turnier am uninteressantesten fand, wenn ich das mal so sagen soll. Ich weiß nicht, ich fand das einfach nicht so spannend. Und der beste Teil ist meiner Meinung nach der 5. Teil, Harry Potter und der Orden des Phönix. Das ist auch das dickste Buch. Nein, es liegt nicht nur daran, dass es 1000 Seiten hat, dass ich es so toll finde, sondern es sind einfach super viele Charaktere in dem Buch, halt der Orden des Phönix. Ich mag es nicht so viel verraten, falls es doch noch ein paar Leute unter euch gibt, die diese Bücher nicht gelesen haben. Aber ja, ich finde halt die Charaktere einfach total sympathisch und auch den Schreibstil von J.K. Rowling finde ich super. Einerseits bin ich traurig, dass die Geschichte vorbei ist. Andererseits möchte ich auch ehrlich gesagt nicht, dass noch weiter geschrieben wird an Harry Potter oder an den anderen Charakteren, weil es kann ja eigentlich nur schlechter werden, oder? Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Falls ihr auch die Harry Potter Bücher gelesen habt, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Buch euch am besten gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren. Oder welches Buch euch nicht so gefallen hat. Das würde mich doch wirklich sehr interessieren, weil ich euch das ja auch gerade verraten habe. Ja. Was soll ich noch sagen? Ich habe immer das Gefühl, ich nerv alle mit Harry Potter, weil ich die ganze Zeit darüber rede. Aber für mich ist das halt jetzt erst so richtig angekommen. Jetzt, wo der Hype eigentlich vorbei ist. So, das waren dann ja schon 8 Bücher, die ich gelesen hatte. Und in den letzten Tagen vom Januar habe ich aber dann immer noch 2 Bücher gelesen. Und die werde ich euch jetzt noch eben zeigen. Ich hätte wahrscheinlich auch noch ein drittes geschafft, aber man muss ja nicht übertreiben, oder? Also, mein 9. Buch war von Lucinda Riley, Das Orchideenhaus. Das habe ich euch ja in meinem Haul gezeigt. Den kann ich euch ja nochmal verlinken, falls ihr möchtet. Dort habe ich euch auch gesagt, wo man ganz günstig Bücher kaufen kann. Also ich habe die meisten Bücher für 2 bis 3 Euro bekommen. Also echtes Schnäppchen. Gerade wenn man so einen Verschleiß hat wie ich, zurzeit muss man einfach ein bisschen sparen. In dem Video hatte ich euch ja gesagt, dass ich nicht unbedingt weiß, ob mir dieses Buch so gefallen wird. Ich hatte mir das ja eigentlich nur wegen dem schönen Cover gezeigt. Aber ich wurde auf jeden Fall positiv überrascht. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel erwartet, nachdem ich hinten
Das Cover nicht, den. Ja, man sollte sich auskennen, den Buchrücken gelesen hatte. Achso, ich kann euch ja mal die ganzen Bücher noch in die Infobox verlinken, mit dem Amazon-Link. Ihr müsst sie dort auf jeden Fall nicht kaufen. Das soll jetzt keine Werbesendung hier sein. Aber ich verlinke euch mal die Seite, weil man da immer ganz gut gucken kann, wie viele Seiten das Buch hat, wie es bewertet wurde und um was es darin geht. Also, in dem Buch geht es um Julia oder Julia wahrscheinlich eher, die in ihre Heimat zurückkehrt. Nach einem schweren Schicksalsschlag, ja, ich werde jetzt nicht so viel sagen, und dort trifft sie auf ein altes Familiengeheimnis, weil sie ein Tagebuch ihres Opas findet. Und ich mag es auch gar nicht so viel verraten, aber ich fand die Geschichte wirklich spannend. Wie gesagt, ich habe nicht ganz so viel erwartet, weil wenn man auch hinten liest, dass es um eine tragische Liebesgeschichte geht und ein lang gehütetes Familiengeheimnis, hat man schnell die Vorurteile, das Buch wird extrem kitschig und romantisch. Ja, das war es auch zum Teil. Also ein paar Stellen waren mir auch einfach zu kitschig, aber okay. Aber ich habe das Buch wirklich gerne gelesen, wurde also in meinen Erwartungen übertroffen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Must-Have-Buch, aber wenn euch der Klappentext gefällt oder das Cover wie mir, dann kann ich euch das Buch schon empfehlen. Also falls ihr einfach mal eine schöne Geschichte, eine tragische Geschichte lesen möchtet, dann kann ich euch das Buch empfehlen. Jo. Auch wenn ich das zuerst dachte, das ist jetzt nicht so ein Nicholas Sparks oder Rosamunde Pilcher Buch. Ich würde es auch cool finden, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welches Genre an Büchern ihr eigentlich am liebsten lest. Lest ihr mehr so Fantasy-Bücher, Krimis, Romane, romantische Bücher, was gibt's denn noch? Lustige Bücher gibt's natürlich auch. Horrorbücher, geschichtliche Bücher. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und dann werde ich ja sehen, ob euer Geschmack auch so ein bisschen meinen Geschmack widerspiegelt. Das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist von Jonas Jonasson, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und da möchte ich euch eben den Klappentext vorlesen, denn dann habt ihr eigentlich schon einen guten Eindruck, um was es in dem Buch geht. Oh Mann, eigentlich habe ich echt keine Vorlesestimme. Aber ich versuche es mal. Eigentlich hatte Allan Carlsson allen Grund zum Feiern. Er wird 100 Jahre alt. Das Problem ist nur, dass er im Altersheim festsitzt, noch alle Fünfe beisammen hat und sein Körper sich bisher standhaft weigert, das Zeitliche zu segnen. Zu allem Überfluss hat sich auch noch der Bürgermeister samt Lokalpresse angekündigt. Allan hatte auf den ganzen Zirkus überhaupt keine Lust. So steigt er in seinen Pantoffeln kurzerhand aus dem Fenster und stellt bald ganz Schweden auf den Kopf. Ja, ich denke, der Klappentext hat euch schon mal einen ganz guten Eindruck von dem Buch vermittelt. Und ich fand den allein schon ziemlich lustig und auch interessant, sodass man weiterlesen möchte. Und im Prinzip geht es genau darum, dass Allan Carlsson eben aus dem Fenster steigt und eigentlich weiß er auch gar nicht, was er machen möchte. Es war wirklich eine Spontanaktion. Er hatte halt wirklich keinen Bock auf seine Geburtstagsparty im Altersheim. Hätte ich auch nicht unbedingt. Und so beschließt er halt abzuhauen. Im Laufe des Buches geht es also darum, was Allan, ich denke mal, so wird der Name ungefähr ausgesprochen, so erlebt, was ihm passiert. Und dabei sind einige kuriose Zufälle. Also natürlich ist die Geschichte völlig überspitzt, sonst wäre sie ja gar nicht interessant und lustig. Und man erfährt aber auch, was mir ganz gut gefallen hat, was er in seiner Vergangenheit gemacht hat. Also was er in seinen ganzen 100 Jahren so erlebt hat. Und das ist mindestens genauso kurios und unglaubwürdig. Was mir ganz gut gefallen hat, war der Schreibstil auf jeden Fall von Jonas Jonasson. Wobei ich muss hier mal sagen, ich lese die Bücher ja übersetzt, ne? Und dann beschreibt man immer so den Schreibstil, aber das ist ja eigentlich der Schreibstil von dem Übersetzer, oder? Können die da so viel noch ändern? Oder versuchen die wirklich nur wörtlich zu übersetzen? Das weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das Buch super witzig. Was mir jetzt wirklich sehr gut gefallen hat, war einfach diese ganze Ironie und der Sarkasmus in dem Buch. Dann einfach so knaller Sprüche drin. Ich habe wirklich das Buch langsam gelesen, damit ich auch alles mitbekomme. Alle Wortspiele, alle Ironie. Und ich musste halt so oft ganz laut lachen. Also falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann kann ich euch das auch wärmstens empfehlen. Es hat auch super viele Wendungen, die man so nicht vorhersieht. Auch die ganzen Zufälle, die kann man gar nicht so hervorsehen. Und ja, wirklich, falls ihr mal ein lustiges Buch lesen möchtet, dann kauft euch das doch.
Oder ich denke auch das Hörbuch wäre bestimmt ganz cool. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Lasst mir doch ein Feedback da, wie ihr meinen ersten Lesemonat so fandet. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfinden in den Bücher, rezensieren. Ich habe immer Angst, viel zu verraten, aber gleichzeitig auch zu wenig zu sagen. Ist ein bisschen, ja, schwierig. Da muss man sich erst reinfinden. Aber ich werde bestimmt einen Lesemonat für den Februar machen. Denn ich habe schon wieder so viele Bücher gekauft und ich bin auch schon beim Lesen. Deswegen wird es bestimmt noch mehr Lesemonate geben. Ich hoffe, euch freut das. Vielleicht sind ja auch ein paar Leseratten unter euch dabei. Ja. Und wir sehen uns dann einfach bald wieder beim nächsten Video. Tschüss.